Liegt ein Ergebnis vor, abgegebene Stimmen 163, davon ungültige Stimmen keine, davon Enthaltungen 2, damit gültige Stimmen 161, die erforderliche Mehrheit lag damit bei 81 Stimmen. Auf den Kandidaten Markus Ulbich entfielen 152 gültige Stimmen, das sind 94,41%. Also 94,41% Zustimmung. Ich denke, das ist ein klares, deutliches Ergebnis, ein positives Signal für unseren Kandidaten. Und da bleibt bei mir die Frage, lieber Markus, nimmst du die Wahl an? Ich möchte doch für alle klar und vernehmbar sagen, herzlichen Dank für dieses großartige Ergebnis, für dieses Vertrauen, welches Sie, welches ihr mir ausgedrückt habe. Ich nehme natürlich die Wahl an und ich bin bereit, jetzt klar zu kämpfen, und ich erwarte, dass er mich dabei unterstützt hat.